wenigen Augenblicken hat sich dieses tragische Unglück ereignet. Die beiden Autos sind mit voller Wucht aufeinander gefahren. Der Mann im Taxi ist tot, die Frau schwer verletzt. Der schuldige Fahrer sitzt zusammengebrochen zwischen den Trümmern und vermag nicht zu fassen, was er angerichtet hat. Das Geschehene ist unabänderlich, es lässt sich durch nichts mehr gut machen. Die Alarmgruppe der Polizei bedient sich der modernsten Hilfsmittel, um die Ursachen von Verkehrsunfällen festzustellen und die Schuldfrage einwandfrei abzuklären. Die auf dem Platz gemachten Erhebungen werden durch Spezialisten geprüft und dann der Untersuchungsbehörde übergeben. Tag für Tag fordert der Straßenverkehr viele Opfer. Diese Opfer sind sinnlos. Sie müssen und können verhütet werden, wenn sich alle Beteiligten an die Verkehrsvorschriften halten. Was ist die Ursache dieses Zusammenstoßes? Nach Abschluss der Untersuchung erfolgt eine Demonstration dieses Falles für die Polizeirekruten im Theoriesaal. Die Probe beim schuldigen Fahrer einen Alkoholgehalt von 1,5 Promille ergeben hat. Dieser Prozentsatz lässt zwar nicht gerade auf eigentliche Betrunkenheit, sondern auf jenen leichteren Grad von Angetrunkenheit schließen, der die Reaktionsfähigkeit des Fahrers trotz seines größeren Sicherheitsgefühles herabsetzt. Nach Aussage des Schuldigen und aufgrund umfangreicher Erhebungen ergibt sich folgendes Bild. Ihren Ausgang nahm diese Unglücksfahrt in einem heimeligen Landgasthof. Es war ein schöner Sommernachmittag. Der Mann hatte gute Geschäfte gemacht und wollte vor der Heimfahrt noch schnell einkehren. Er war in bester Stimmung und wie es dann so geht, hat er ein Glas über den Durst getrunken. Dabei wäre aber niemand auf den Gedanken gekommen, ihn als betrunken zu bezeichnen. Er schäkerte mit der Serviertochter und wollte sie zum Mitfahren überreden. Schließlich nahm er umständlich von ihr Abschied und bestieg seinen Wagen. Dann fuhr er mit Schwung rückwärts in die Hauptstraße hinaus und sauste davon. Die Serviertochter sah noch, wie der Wagen einige Male hin und her schwankte. Ging diese Unglücksfahrt zu Ende. Immer und immer wieder müssen wir feststellen, dass eine erschreckend große Zahl von Verkehrsunfällen dem Alkohol zuzuschreiben ist. Das Fahren in angetrunkenem Zustand ist ein verbrecherischer Leichtsinn, der mit den schärfsten Maßnahmen bekämpft werden muss.
Das Leben der Städte ist weitgehend abhängig von einer großzügigen Straßenführung und einer überlegenen Organisation und Regelung des Straßenverkehrs. Klare gesetzliche Bestimmungen sind erlassen und ein ganzes Korps von Spezialisten überwacht ihre genaue Einhaltung. Bei gutem Willen ist es nicht schwer, sich auf unseren Straßen zurechtzufinden. Einheitliche optische Signale sind an allen wichtigen Punkten gut sichtbar angebracht. Die Hinweissignale zeigen an Vorsicht, Parkplatz. Die Vorschriftssignale verweisen auf Fahrverbot für alle Fahrzeuge, Einbahnstraße, Fahrverbot für Radfahrer, für Motorräder, für Motorfahrzeuge. Die Gefahrsignale warnen: Achtung, Vortrittsverbot, Kreuzung, bewachter Bahnübergang, unbewachter Bahnübergang, Kurve, andere Gefahren, unbewachter Bahnübergang ohne Barriere. Ruhig und zuverlässig lenken Polizisten den Verkehr an den wichtigsten Knotenpunkten der Städte. Die Straßen sind so angelegt, dass sie jedem Bewegungsfreiheit und Sicherheit gewähren. Dem Fußgänger gehört das Trottoir und zum Überschreiten der Straße der Fußgängerstreifen. Ordnung durch Aufteilung des Verkehrs. Alle Voraussetzungen dazu sind gegeben. Auf den Überlandstraßen muss der Straßenbenutzer jedoch selber Ordnung halten. Die Radfahrer müssen sich daran gewöhnen, den ausschließlich für sie bestimmten Radfahrweg zu benutzen. Hier können sie ungehindert davon radeln, ohne sich und andere zu gefährden. So ist dafür gesorgt, dass alle aneinander vorbeikommen und sich jeder in der Stadt und auf dem Land ohne Gefahr für sein Leben bewegen kann, wenn er sich an das Gesetz der Straße hält.